ich da mache. Ja? So, und da hat ein Freund von mir gesagt, weißt du was, warum versuchst du denn das auszuklinken aus dem Ganzen? Ja? Und das möchte ich Ihnen auch gerne mitgeben auf den Weg, vielleicht, dass Sie vielleicht sich ausklinken aus dem Ganzen. Wir leben eben in dieser hysterischen Zeit und so weiter. Und vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn man mal durchatmet und weit wegfährt. Also der Typ hat zu mir gesagt, der Freund von mir hat mir gesagt, weißt du was, lern dich selber kennen. Versuch irgendwie den Sinn im Leben zu finden, fahr weit weg. Fahr irgendwo hin, sag ich, okay, super, vielleicht Australien oder so, oder New York. Sag ich, nein, nicht schon wieder ablenken vom eigentlichen Sinn, nicht von dir selbst ablenken. Fahr wohin, wo es nichts gibt. Nichts. Haben wir gedacht, St. Pölten. Ja. Oder wo kommst du her? Stinnatz, genau. Und hat er gesagt, nein, du fahr auf die Malediven. Die Malediven ist großartig, da gibt es wirklich nichts. Das ist ganz, da ist nur, also die sind so klein, diese Inseln, das sind so 1500 kleine Inseln, die sind so klein, die Insel, auf der ich war, die war umrundet, müsst ihr euch vorstellen, in 11 Minuten. Die ganze Insel, sie ist in 11 Minuten, also musst langsam gehen natürlich, ja, und es hat immer 30 Grad dort. Und ich habe gedacht, okay, ich fahre dahin, habe ich Flugangst und habe gedacht, scheiße, aber vielleicht ist das die erste Aufgabe, dass ich meine Angst überwinde. Ich bin so ein ängstlicher Mensch eigentlich. Ich glaube dauernd das, was ist. Wissen Sie, kennen Sie das? Oder ich denke mir oft, ich habe was. Das ist so ganz komisch. Oft denke ich mir, ich habe was, irgendwas ist. Es ist was. Wieso ist was? Dann habe ich oft nichts. Denke ich mir, wieso habe ich nichts? Vielleicht war was. Es ist komisch. Manchmal denke ich mir, wenn was passiert oder wenn ich was höre oder lese, das ist ein Zeichen. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Fischen auch. Es war überhaupt die Frage, warum fahre ich da eigentlich hin, weil ich habe ein bisschen Angst vor diesen Fischen, die es dort gibt und so. Die Leute sind ja Trotteln, weil ich habe der Freund hat mir gesagt, das ist ganz toll, da gibt es zum Beispiel den Steinfisch. Ja, der Steinfisch, das ist so toll. Sag ich, was ist mit dem? Der ist am Boden und den sieht man nicht. Warum soll ich 11 Stunden lang um 1500 Euro wohin fliegen, dass ich dann einen Fisch nicht sehe? Aber wurscht. Und dann hat er gesagt, wenn du auf den draufsteigst, der ist so giftig, bist du sofort tot. Jetzt bin ich da tagelang mit dem Schnorchel und mit der Taucherbrille gestanden und habe ins Wasser reingeschaut, weil ich ja auch in Schönbrunn nicht in den Löwenkäfig reingehe, sondern von draußen reinschaue. Und war ein bisschen ängstlich. Und da habe ich den Inder dort gefragt, diesen Typen, ein sehr netter Kerl, habe gesagt, excuse me, I have a question. Is it dangerous here in the water? Oh no, not dangerous, mate. You're not dangerous, you're no problem. So I can swim out. No, not swim out. You're not dangerous. The only one thing. When you go out of the water and then you swim in the water, and then you come back into the water, and all of a sudden get all from the water, either under the down, let on then, and they come all on the back, did it very dangerous. What is dangerous? What? Not dangerous. You can swim. It's not dangerous. Sehr liebe Leute. Und überhaupt, die Menschen sind dort so nett und so fröhlich, die verdienen 50 Euro im Monat und sind glücklich, nicht so wie wir. Ja? Und dann habe ich immer diese Curries gegessen, diese typischen indischen Curries. Und da war einmal eine Frucht drinnen, die hat wirklich sensationell geschmeckt, sensationell. Und dann habe ich den Typen, das ist eine wahre Geschichte, das ist wirklich passiert, den Typen gefragt, habe gesagt, excuse me, what is it, the fruit? Und da ist er gestanden, Abarella. Und ich habe gefragt, what is it? It is Abarella. Ja, yeah, I know. But what fruit is it? Abarella. Sag, yes. But is it like a mango? No mango, it's Abarella. Sag, yes, I know. But listen, what is the European name? Abarella. Sag, yeah, but what family is it? Has no family, it's alone. Und am zweiten Tag liege ich da so am Strand und habe mir gedacht, jetzt bin ich eigentlich glücklich und ist es nicht toll hier? Wie wunderschön ist es? Und habe mir gedacht, jetzt könnte ich eigentlich sterben. Und dann habe ich mir, scheiße, warum, wieso? Na deppert, wieso, jetzt bin ich da im Paradies, wieso denke ich dann sterben? Das kann ja nicht sein. Und plötzlich, ich schwöre es Ihnen, ist nicht erfunden, ist wirklich wahr, habe ich den Tod gesehen. Ist wirklich wahr. Also zuerst habe ich nur gehört. Hinter mir ist gegangen. Ich denke mir, Gottes Willen, was ist das? Dreh mich um und seh den Tod. Schwarz angezogen, komplett schwarz angezogen. Ganz schwarz angezogen, komplett schwarz. Schwarze Handschuhe. Schwarze Socken, schwarze Flipflops. Einen schwarzen Schleier und vorne dann so einen Schlitz gehabt. Und einen Besen in der Hand, mit dem er den Strand zusammenkehrt. Waren das die muslimischen Putzfrauen von dort? Das war nicht der Tod, da sind dann noch zwei, drei gekommen, die waren sehr, sehr nett. Und ich habe gesagt,
ich Trottel, ich brauche keine Angst haben vom Sterben, das war, war nicht der Tod. Und dann ist etwas passiert, wo ich gedacht habe, nein, es ist wirklich, also es war Folgendes, es gibt dort Raben auf diesen Inseln. Das ist ganz eigenartig, also man fährt, fliegt ganz lang wohin, ist mitten im Indischen Ozean und man hört den ganzen Tag, ah, ah, glaubt man ist im Herbst in Schönbrunn, nein, man ist auf den Malediven. Und drei Tage später geht er aus meinem Bungalow raus und sehe auf so einer Palme, wie ein schwarzer Rabe so sitzt, so. Und der schaut mir direkt in die Augen. Wirklich. Genauso wie jetzt. Also ohne Brünn halt. Und macht, denk mal, Alter, was hat er? Ein Burnout, das darf er nicht wahr sein. Das. Und auf einmal macht er, fällt am Boden und ist tot. Das ist wirklich wahr, ist nicht erfunden. Ich habe einen Raben sterben gesehen. Und denk mal, jetzt, das ist wirklich ein Zeichen. Das ist jetzt ein Zeichen, jetzt passiert was. Ich stirb oder es kommt ein Tsunami oder sonst irgendwas. Die Amerikaner greifen auch bei dir da die ganze Zeit mit ihren Moslems und so weiter. Und habe gedacht, nein, ich verlasse jetzt diese Insel, ich brauche ein Flugzeug. Dreh mich um, auf der anderen Seite ein zweiter toter Rabe. Ich schwör's euch. Zwei tote Raben. Ich habe zwei tote Raben gesehen. Denk mal, nein, ich reise ab, es ist genug, ich reise ab. Dreh mich um, will in den Bungalow rein, vor meinem Bungalow ein dritter tot. Und das ist jetzt, brauchen Sie nicht blöd schauen, das ist wirklich ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Drei tot, es steht in der Bibel steht, oder war es im Koran, das weiß ich jetzt nicht. Oder, nein, ich glaube, Sie haben es auf ATV gesagt. Auf ATV gesagt. Drei tote Raben und ich denke mir, ich muss weg, ich Vollidiot, wieso fliege ich daher, ich bin ein Volltrottel und gehe zu der Rezeption, das war so im Wellnessbereich und da sitzt so eine kleine Inderin, also so klar war es nicht, aber man hat mehr nicht mehr gesehen. Und sage ich, listen, we have to leave. Something terrible will happen, das ist ein, do you want a mango juice? No, I don't want a mango juice. Please, I please you, listen to me. I have seen, das ist mir Rabe nicht eingefallen auf Englisch. Do you want a mango juice? No, I don't want a mango juice. You must relax, no relax. The relaxing is over. It's not, no relaxing anymore. We must all leave. Because I think I have a sign, you know a sign? I have seen a sign, the Americans will bomb your country because you all the day, Allah or Akbar, the tsunami is, you want a mango juice? No mango juice! Something terrible is gonna happen. The devil is coming, the devil! Aber doch, den Teufel wird's keiner, der schaut nur deppert. The devil, don't you know the devil? I mean, I don't know him, ich weiß nicht, the devil. The man with the two, he has the two. Das gibt's ja nicht, du. Hab ich den Teufel gespielt, dass es versteht. The man with the one foot is like this. He has the two, and here he has a. The devil, Alter, das gibt's ja nicht, der Devil. The man with the big dick in his ass, you know him? Sagt sie, oh ja, I know him, the man with the big dick in his ass is our manager. Sag ich, no. I please you so much, we must all leave, something terrible. It's going on, we will die. Und dann ist mir eingefallen, was Raben hast. The crows are dying. The fall from the tree, I have seen three from the tree. One from the tree. All the three on the floor, two on the floor, one on the tree. Falling down, all on the tree. The crows on the tree, dead, on the dead, on the strand. Die schaut nur deppert, you want a mango juice? No mango juice! The crows are dying. Why? Sie schaut mir an und sagt, Of course the crows are dying. You know why? Because we poison them. Die vergiften durch die Raben. Hab ich sie angeschaut und hab gesagt, can I have a mango juice, please?